Weiß oder Grün? Das ist hier die Frage. Aber eigentlich ganz egal, ich werde für euch ein schönes Gericht zubereiten, und zwar einen gebratenen Spargel, so ein bisschen asiatisch mit einem Mango-Ananas-Chutney. Schaut mal her, zum Schälen von dem Spargel, den auf den Unterarm legen und zu zwei Drittel vorsichtig schälen. Nicht derjenige, der am schnellsten den Spargel schält, sondern derjenige, der ihn am besten schält, hat gewonnen. Okay? Also, schau mal, weißen und grünen Spargel. Bei beiden ist es wichtig, dass man ungefähr unten 2 cm abschneidet. Den grünen muss man eigentlich gar nicht schälen. Und jetzt schneide ich den mal so in schräge Stücke, die Spitzen auch. Und jetzt wird der angebraten. Also, schönes, ehrliches, authentisches Gericht. Spargel in die Pfanne, einen schönen Schluck Sesamöl dazu. Und jetzt mal kräftig anbraten. Bei maximaler Temperatur, dass sich da auch was tut. Ja? Bisschen Salz dazugeben. Frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle und dem Spargel wirklich die Zeit geben, Röstaromen zu bilden. Dann schmeckt der sensationell gut, vor allem der grüne Spargel entwickelt wirklich ein ganz tolles Aroma. So, dann mache ich gleich mal was für die Salsa. Ein Stückchen Mango. Ja, Mango wird geschnitten. Man beachte, liebe Hänsi-Koch-Freunde, alles in Echtzeit, ja, nichts vorbereitet. Schöne frische Mango, am besten eine Flugmango, ja? Eine richtig schöne Flugmango, fein geschnitten. Die schmeckt richtig gut. Vielleicht ein bisschen frische Ananas dazu. Die wird auch geschnitten. Zack, zack, zack. Einmal, zweimal, dreimal. So, und da mache ich eine schöne Salsa dazu. Also, der Spargel hat Farbe, ist angebraten und ruhig mal mit Biss lassen. Nicht immer alles weich kochen. 1-2 Minuten knackig anbraten, Sesamöl, Salz, Pfeffer dazu und alles wird gut. So. Ich stelle mal hier oben hin. So. Knackig. So, und jetzt die Pfanne nochmal ordentlich erhitzen. In die Pfanne das, ja, exotische Obst, so nenne ich es mal, reingeben. Dazu ein bisschen Zucker und mit Zucker karamellisieren lassen. Des Deutschen Liebstes, ja? Eine schöne Chili. Und schaut mal genau her, die Samenwände und die Samenkerne, die fliegen raus, dass man wirklich nur die Chili hat, dann ist es nicht ganz so scharf. Und die Chili kommt dann so, wie sie ist, hier mit dazu. So, der Zucker hat Farbe, so muss das sein. Nochmal ein bisschen Sesamöl dazu. Und jetzt ein Esslöffelchen Mango-Chutney. Und jetzt kommt ein Hauch Orange dazu. Ein bisschen Orangenlikör. Ja? Ein bisschen Orangenlikör, einmal rein, zack, zack, anzünden. So, flambieren und ihr seid der Hit auf jeder Party. Dann hier, schau mal her, Kichererbsen. Gekocht, die kommt auch noch ein bisschen dazu. Und jetzt einmal kräftig umrühren. Zum Schluss die asiatische Petersilie dazu. Gehackt natürlich. Und das Ganze noch oben drauf. Kommt mal ganz dicht dran. Schau mal. Das ist an Gesundheit nicht zu übertreffen. Das ist richtig klasse. Kocht es einfach mal nach. Schmeckt sensationell gut. Passt in die Jahreszeit und Glück auf.